Ja zur SVP-Ausschaffungsinitiative, nein zum Gegenvorschlag vom Parlament. Die SVP sagt, dass die Ausschaffungsinitiative Problem löst, der Gegenvorschlag aber neu schafft. Wieso? Mit dem Gegenvorschlag würden gemäss Bundesamt für Migration doppelt so viele straffällige Ausländer ausgeschafft wie heute. Wäre der Gegenvorschlag dann nicht wenigstens eine Teillösung im Sinn der SVP? Nein, das wäre nicht, weil der Gegenvorschlag tut mehr Bürokratie schaffen, er tut Integrationsprozesse, die Integrationsindustrie, die Sozialindustrie, die Flüchtlingsindustrie ausbauen, gibt mehr Kosten und tut kein Problem lösen. Wieso würde mit dem Gegenvorschlag der Bürokratie Tür und Tor geöffnet? Indem nämlich jeder Ausschaffungsfall durch alle Instanzen kann weitergezogen werden, Überprüfung von Menschenrechten, Überprüfung von Völkerrecht. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen, dass man auch eine rasche Ausschaffung machen kann. Selbstverständlich muss ein gewisser Rechtsmittelweg bestehen bleiben. Das ist klar. Der Gegenvorschlag will im Gegensatz zur SVP-Initiative auch eine aktive Integrationsförderung. Ist Integration nicht etwas Gutes und Wichtiges? Es ist richtig, der Gegenvorschlag beinhaltet neu zum ersten Mal in diesem Land einen Integrationsartikel. Aber die Integration ist Sache von jedem einzelnen Einwanderer in das Land. Jeder muss sich doch darum bemühen, dass er in diesem Land die Sprache lernt, dass er damit auch einen Arbeitsplatz überkommt. Und das kann doch nicht zur Staatsaufgabe gemacht werden, dass der Staat muss die Leute integrieren und die Leute einen Anspruch bekommen auf Integration. Das wollen wir nicht, das hat die SVP immer abgelehnt. Und das ist auch in den anderen Ländern nicht so. Wer nach Amerika einwandert, muss selber schauen, dass er vorkommt, muss selber Englisch lernen und dann hat er eine Chance. Und wir wollen das gleiche System beibehalten. Die SVP-Initiative will auch Sozialhilfebetrüger ausschaffen. Soll man Sozialhilfebetrüger wirklich gleich behandeln wie Mörder, Gewalttätige oder Vergewaltiger? Das ist natürlich nicht gleich gravierend. Das kann man vom Kriminellen her nicht auf die gleiche Stufe stellen, ist völlig klar. Aber wenn der Verfassungsgeber, der Souverän, das Volk entscheidet, wir wollen das, auch das ist uns einfach genug wichtig, dass wir so Leute nicht mehr da haben und es eine Mehrheit gibt, dann dürfte der Verfassungsgeber, das Volk, das machen. Es ist eh klar, dass wenn der SVP-Artikel angenommen wird, dass nur die Schwerkriminellen ausgeschafft werden. Das Parlament wird noch ein Ausführungsgesetz machen. Ich sehe keine Gefahr. Sie werden mit Sicherheit keine leichten Kriminellen ausgewiesen. Kritiker von der SVP-Ausschaffungsinitiative sagen, die Ausschaffungsinitiative verstoße gegen das Völkerrecht. Gilt das Völkerrecht für die Schweiz denn nicht? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden ins Ausland ziehen. Nach Italien, nach USA, nach Thailand, wohin auch immer. Wie reagiert das betreffende Land, wenn sie dort zum Drogendealer, zum Einbrecher werden? Es ist völlig klar, jeder Rechtsstaat kann die Kriminellen ausschaffen. Wie man das als völkerrechtswidrig bezeichnen kann, ist mir schleierhaft.